Grüße, yo. Twin Star Exorzist oder sei so, so sei no Omiyaji. Wow. Omiyaji war es, glaube ich. Ja, Omiyaji. Entschuldigung. Wow, wieder was verrät. Wow. Davon wird man einige Cosplays sehen. Erstens einmal. Und definitiv könnte ich schon in der ersten Episode sagen. Geiler Artstyle. Erinnert mir ein bisschen an die Sachen, die man früher gesehen hat, zum Beispiel bei Katamonogatari zum Beispiel. Diesen Splitscreen und diesen stark Farbschema getimten Sachen zu klassischer japanischer Hintergrundmusik mit Trommeln und Chinellen. Das ist genial. Wow. Grundstory ist eigentlich ziemlich simpel. Junge, 14 Jahre, hat anscheinend vor 2 Jahren einen ziemlich dramatischen Ereignis beigewohnt, wo anscheinend eine ganze Gruppe, mit der er unterwegs war, beim Exorzieren, ist er der einzige Überlebende gewesen anscheinend. Wow, okay. Und hat danach, ehrlich gesagt, das ganze Exorzistendasein abgelegt. Obwohl er einer von den etwas, sagen wir es mal so, vielversprechenderen Kandidaten für die ganze Geschichte war anscheinend. Und er lebt anscheinend immer noch mit Leuten zusammen in einem Haus, die das Exorzieren fleißig betreiben. Es ist einige von ihnen am Anfang schon. Und yeah, er ist wirklich einer von diesen Typen, die definitiv, sagen wir es mal so, energetisch, aber ziemlich unzufrieden mit den ganzen Situationen ist, in der er ist anscheinend. Wow. Vor allem, dass er sich anscheinend sehr darum bemüht, eine Freundin zu finden. Oh Mann. Obwohl er eigentlich eine haben könnte, weil man sieht, eine Schulfreundin von ihm ist eigentlich recht angetan von ihm, aber sie ist mehr so Seite. Okay. Das wird definitiv ein tieferes Spiel. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Manga sind. Aber überlegen wir uns wirklich, den Manga mal zu lesen, nach der Episode hier. Wow. Sehr interessantes Design vor allem. Okay, also der Junge heißt Rokuro, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und wie gesagt, er ist einer von diesen Figuren, die gesagt, yeah, top talentiert, hat aber von der ganzen Sache mehr oder weniger die Schnauze voll. Wie gesagt, noch einen ziemlich dramatischen Verlust von mehreren Freunden. Das Ganze ändert sich natürlich auch schon in der ersten Episode, mehr oder weniger. Nachdem man ein Mädchen trifft, die anscheinend aus einer anderen Ecke des Exorzisten-Daseins kommt und ein bisschen, oh, wow. Wow, Ice Princess par excellence. Und ihre Figur wird definitiv sehr bald als Cosplay auftauchen. Allein schon wegen der Maske. Yeah. Kitsune-Masken sind immer sehr ungetont bei Cosplay aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Und Schulmädchen-Uniformen sind leicht zu machen. Deshalb wird es ziemlich schnell gehen, dass man die Sachen bald dann bei uns sehen wird. Auch hier bei uns in Österreich war es so. Definitiv. Wow. Benjo, glaube ich, hieß sie. Müsste ich nochmal schauen, ob Benjo was. Glaube ich, ja. Und sie ist wirklich eine von diesen, wow, yeah, auf der coolen Schiene, aber halt eben mehr oder weniger nur so als Fassade. Du merkst ziemlich schnell, dass sie ziemlich Leuten die kalte Schulter zwar zeigt, aber nicht aus den Gründen, die man zuerst annimmt wahrscheinlich. Und die beiden treffen sich mehr oder weniger nur dadurch, dass sie gerade am Exorzieren ist und er mehr oder weniger von einem Job gerade wegläuft, den er nicht machen will. Während die andere Gruppe natürlich wieder ab ist und fleißig exorziert und sie mehr oder weniger im Freien voll an einer Brücke stehend auffängt, während sie von einer Dimension in die nächste shiftet und so quasi hier bei dem Wasser landen und sie quasi einen Wegweiser sucht, dass sie sich in der Stadt nicht auskennt und er sich anscheinend dann trotzdem verläuft, was komisch ist, weil anscheinend war er in der Gegend doch schon öfter. Sehr seltsam. Und nachdem dann auch einmal 2 Kinder an einer Straße von diesen, wie hießen die nochmal? Kegara war es, glaube ich. Also die, so eine Art Dämon wahrscheinlich, und Nira Dämon wahrscheinlich, angegriffen werden. Kommt es leider dazu, was es in solchen Serien immer kommen muss. Yeah, er muss also trotzdem mal ran an die Arbeit. Was definitiv nicht unbedingt so auf seinen Wohlgefallen fällt. Und damit endet auch die Episode gleich einmal. Netter Anfang, ziemlich klassisch, ziemlich einfach gehalten. Man erfährt ziemlich schnell ziemlich alles, was man wissen muss. Und die Figuren sind sehr, sehr interessant und sehr mögenswert gemacht, vor allem. Oh Mann, vor allem, weil seine spätere, jetzt schon leicht raus ist,
mehr oder weniger Mitstreiterin, Schrägstrich, Komparsin, nicht ganz Love Interest, aber so, also, ja, yeah, mit der Frau wird er sich sehr viel streiten, das sieht man jetzt schon. Oh Mann, nachdem sie ihn seine ganze Taschenhülle weggefressen hat, wortwörtlich. Genialstens! Auf jeden Fall, sehr unschaubar. Interessante Sounds an einigen Stellen waren wirklich sehr, oh Mann. Nehmen wir es mal so, laute Soundeffekte dabei, gute Kampfeffekte, gute Kampfszenarien auf jeden Fall, jetzt schon in der ersten Episode. Sehr zu empfehlen. Was mir eigentlich jetzt einmal auffällt ist, was ich einmal anbringen will, haben in dieser Season eigentlich schon Publisher aus dem deutschsprachigen Raum irgendwas lizenziert? Weil das Einzige, was ich jetzt immer sehe, ist, alles hier bei Crunchyroll ist. Ist momentan irgendwie so eine Flaute oder warten alle ein bisschen ab momentan? Ich bin mir ganz sicher, aber ich habe nichts gesehen, dass ich sehe immer noch, es ist immer noch Crunchyroll, wo ich die Sachen jetzt momentan sehe. Aber sonst sehe ich eigentlich nicht, dass irgendjemand was, hat sich irgendwas was geholt oder habe ich irgendwas übersehen? Und dann war ich nicht sehr aufmerksam, ich gebe es offen zu. Aber auf jeden Fall, Twin Star Exorcist, yo. Sehr unschaubar. Man ist zwar, es war zu erwarten, wir haben es ja bereits besprochen im Season Podcast. Yeah. Und wie gesagt, definitiv was für auch für die männlichen Cosplayer dabei auf jeden Fall. Ziemlich einfache und ziemlich auffällige Kostüme, die sie hier haben bis jetzt. Und muss sagen, ja. Dürfte durchaus interessant werden noch. Ist sie denn? Wir sind eine Episode down. Yeah. Die richtig abgedrehten Teile kommen jetzt die nächsten Tage hoffentlich noch. Ja. Und da muss ich mich bald mal entscheiden, was ich länger weiterverfolge, wofür ich Videos mache, weil, oh Mann, das ist langsam ein bisschen viel. Und ich habe immer noch die letzte Season nicht fertig. Oh, und ich muss arbeiten. Deswegen kommen die Sachen jetzt immer so spät momentan. Sorry deswegen. Aber hey, wenn nicht ich, sonst niemand nicht wahr? Tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ciao.